Schönen guten Abend, Leute. Da seid ihr ja. Na, wie geht's euch? Ah. Sind wir? Technik funktioniert soweit. Wisst ihr was? Ich freue mich tierisch auf den heutigen Abend. Ist es soweit? Wir spielen Left 4 Dead wie letzte Woche angekündigt. Und ich begrüße euch. Ihr dürft mitspielen übrigens. Wir spielen den Versus-Modus. Der eigentliche Modus, der Left 4 Dead ja so mega gut macht. Und ich bin auch nicht alleine. Und zwar ist noch jemand dabei. Und zwar ein alter Left 4 Dead Kumpel, der zweitbeste Left 4 Dead Spieler der Welt. Und der heißt Skorpion. Und ich hoffe, ich habe das alles technisch so richtig eingestellt, dass man den jetzt hören kann. Skorpion. Das hoffe ich auch. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Es ist nett, dass du mich als zweitbesten Spieler hier deklarierst und Nils außen vor lässt als besten Spieler und dich so weit runterstufst, aber So, ja. nee. Ich weiß es, nee, jetzt ist das, ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich habe ihn versucht zu erreichen. Er war halt ständig besetzt. Deswegen haben wir heute wir beide am Start und 6 Plätze frei für die Community. Und ich hoffe, ihr habt Left 4 Dead schon bereits installiert und ich hoffe, ihr hört ihn. Er ist unglaublich leise, ich weiß. Es tut mir Ja, leid. ich habe so ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, es geht einigermaßen, aber ja, ihr wollt ja auch die Zombie-Apokalypse vernünftig hören. Das ist das Wichtigste. Ja, Alles andere ist ja sekundär. der Skorpion sagt gerade, dass es auch eher aufs Zombie-Gemetzel ankommt. Ich hoffe, ihr versteht den. Das Ding ist, das ist eh geplant. Skorpion ist heute mein Bodyguard. Und 2 Leute von euch da im Chat, beziehungsweise insgesamt 6, hauen gleich nochmal ihre Steam-Nummer raus. Und dann laden wir euch ein und spielen eine Runde Versus. 2 davon sind bei uns im Team und 4 bilden ein eigenes Team. Und ich gehe mal ins Spielchen rein und ich würde sagen, let's go. Okay, also, ihr kennt das vielleicht bei Steam, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Es gibt ja diesen Friends Code und die ersten hauen ihn auch schon rein. Und wir warten jetzt mal eine Sekunde, bis ihr alle drin seid und gucken dann mal, was geht? Erste Runde im Infektionszentrum, weil das die erste Map war von Left 4 Dead 2. Da startet die Story. Da treffen sich die 4 Überlebenden auf dem Dach eines Krankenhauses. Da, wo eigentlich. Nee, das endet da nicht, sondern da endet die erste Kampagne auch beim ersten Teil. Naja, alles Quatsch. Und deswegen würde ich die gerne mal wieder spielen. Wir haben nämlich letztes Mal gemerkt, dass es schon so lange her ist, dass ich mich tatsächlich an gut die Hälfte oder vielleicht, ich weiß nicht, an viele Sachen nicht mehr erinnern kann. Und wie sieht's aus, Skorpion? Ich Das. bin munter dabei, Leute zu adden und Okay. einzuladen. Alles klar, es geht los. Wir haben. Oh, ich kann das gar nicht lesen, weil das bei mir so seltsam. Ja, Wen jetzt haben gib mir einen wir? kleinen Moment. Lolo Bollo, Grumpy, okay. First come, first serve. Wer bei uns im Team spielen will, muss sich schnell einen Überlebenden aussuchen. Die letzten 4 sind dann anscheinend infected. Wir starten als Überlebende. Und für die, die den Versus-Modus nicht kennen, diesen genialen, nie erreichten, besten Multiplayer-Modus aller Zeiten. Dem sei gesagt, man wechselt immer ab. Erst spielen die Überlebenden, die Menschen, und dann spielt man die Infected, den gleichen Level nochmal, aber die Seiten geswitcht. Mega gut. Wen haben wir da? Archer, Wicks, Giz. Ja, es tut mir leid, der Sound vom Skorpion ist zu leise, aber im Vorfeld habe ich das versucht lauter zu kriegen. Aber ganz ehrlich, ich verdiene eigentlich viel mehr Applaus dafür, dass ich es überhaupt geschafft habe, dass ich ihn höre. Das Und stimmt, das stimmt. also, dass das überhaupt funktioniert hier technisch, ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Und wir konzentrieren uns aber eh auf die Zombie-Stimmung heute. So, haben wir. Oh, einer fehlt noch, dann nehme ich noch ein paar Leute. Skorpion ist dabei, sagt er. Einer fehlt noch. Wir haben jetzt Dor Lugas am Start. Das sind eventuell oder nicht zwangsläufig die Chat-Namen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wer von euch das im Chat ist. Aber es haben recht viele ihre Nummer gepostet. Ihr wart also vorbereitet. Ich bin wirklich sehr stolz auf euch.
Ich habe ihn bei Discord lauter gemacht, Fabi. Er ist auf Maximum. Wir haben alles probiert. Wir haben alles probiert, genau. Danke für den Applaus von Elvis. Dexter kommt nicht rein, sagt er. Oh, das tut mir leid. Das kann natürlich passieren, aber vielleicht beim nächsten Mal. Wir sind jetzt voll. El Pilto. Wir sind voll. Ah, wunderbar. Dann höre ich damit auf. Okay. Und Dor Lugas. Ne, den hatten wir schon. Alles klar. Seid ihr bereit, lieber Chat? So, ich hoffe, jeder ist bereit. Warte mal, warte mal, warte mal. Da kam gerade ein mega smarter Kommentar. Fasst es nicht, wie smart er war. Fabi sagt, wir können auch über Ingame quatschen. Ist das nicht auch mega smart, wenn wir beide. Dann Ich bist du glaube, vielleicht lauter. nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Ingame ist schwierig. Dann haben wir gleich alle gleichzeitig drin, ne? Oder? Genau, das ist es, ja, genau. Aber man kann einzelne Leute ja muten, ne? Bin mir nicht sicher, ich habe noch nie groß mit Ingame was gemacht, weil es auch von der Qualität her Okay, Sekunde mal, ich probiere mal was. Nee, ich krieg die nicht aus. Nein, das ist zu riskant. Wer weiß ja nicht. Nachher habt ihr Leute, die Firlefanz reden. Ihr kennt das Internet. Deswegen lassen wir das mal pantomimemäßig. Aber wir sind bereit, oder? Wir sind bereit, das hoffe ich, auch wenn Seid ihr auch Lugas bereit? und Ja. Pilto noch keinen Charakter gewählt haben, was ja als Endwerk eh egal ist. Das ist eh Aber egal, probieren das wir es sind auch. Profis. Ja, dann drück mal Start, okay? Dann, ja, dann legen wir mal los. So. Faire Warnung für alle Kopfhörernutzer. Der Anfang von der Kampagne ist sehr laut, da kommt ein Heli. Ja, stimmt. Mit dem Beginn dieser Kampagne habe ich auch den Sound gerade gecheckt, wie das, ob das Spielsound richtig von der Lautstärke ist, weil es hier wirklich sehr laut wird, wie der Skorpion gerade sagt. Aber ich glaube, ich bin einfach nur überrascht, dass das technisch jetzt alles funktioniert. Ich denke immer, irgendwas habe ich doch vergessen, aber es funktioniert. Left 4 Dead nach so langer Zeit. Ich hab Bock. Also, die Infected sind jetzt nicht einfach berechenbar. Das sind jetzt menschliche Spieler, die Special Infected. Die können richtig krasse Tricks abspulen. Ich hoffe, die Tricks werden nicht zu krass. Ich hoffe, das funktioniert technisch, weil er gerade erstaunlich lange lädt. Das hat natürlich gerade als wir Kampagne gespielt haben, schneller funktioniert, aber das macht auch Sinn. Ja, es muss ja jeder connecten erstmal. Also, da wir Dedicated Server spielen, sollte das kein Problem sein. Okay. So, sind wir alle da? Wunderbar. And so am I. Grab a weapon, let's go. I think the goddamn building's on fire. Any of you packing a gun? Do I look like I'm packing a gun? Okay. Lolo Bolo 90 und Skorpion und Grumpy, alles klar. Also Skorpion, wie besprochen, ich höre dich jetzt nicht, weil das Spiel leider zu laut ist. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Ich höre schon den Jockey, aber let's go. Oh, jetzt kommt eine Horde, ne? Die warten wir kurz ab. Okay. Wir müssen raus aus dem Krankenhaus. Und ich erinnere mich, als erstes hier rechts, hier kann Kram liegen. Ohne Magnum. Das ist doch schön. Okay, das ist gar nicht schlecht. Hier können manchmal auch Pillen oder so ein Kram liegen. Ich sehe hier nichts. Vielleicht ist auch schon. Nee, niemand hat was gefunden. Ich bin, glaube ich, gerade jemandem vor die. Oh! Guter Buben.
Guter Boom, der hat sich immer versteckt. Ich habe nicht aufgepasst, ich dachte, der wäre noch oben. Aber dann gehen wir mal vor, oder? Nicht viel Zeit verlieren. Sehr gut. Oh nein! Ja stimmt, das böse Fenster! Okay, da weiß jemand, wie es geht. Wir haben keine schlechten Gegner. Wir haben keine schlechten Gegner. Also kommt, Leute. Wir müssen uns richtig ranhalten. Die sind gut. Zwei Toten, dann lass mal direkt über die kritische Fensterbank. Okay, kritische Fensterbank. Lolo Bolo ist hinten. Beeil dich. Wir müssen hier schnell die kritische Fensterbank überqueren. Wie war das? Hier noch ein weiter? Ja, theoretisch noch ein weiter. Auf ja, Fensterbank. Okay. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Vor den Fenstern aufpassen. Genau, schön von den Fenstern weg. Da ist Lolo Bolo. Mach mal zu den Eimer. So, dann machen wir hier auch zu. Ich habe nämlich gerade jemanden hinter uns gehört. Und da ist der Smoker, genau. Oh, oh. Ich bräuchte Hilfe. Danke. Komisch, dass ich den Smoker nicht gekriegt habe. Charger, okay, gefährlich. Aber gut, dass wir alle an der Wand waren. Das sind keine schlechten Gegner, Squad. Okay, ich würde sagen, wir dürfen gar nicht trödeln. Das ist, die sind zu gut. Wir müssen richtig uns ranhalten. Okay. Kein Problem, kein Problem. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Schnell weg vom Fenster. Ja, ja, alles gut. Alle passen auf. Oh, da kommt ein Hunter. Den haben wir. Ich habe genug HP, alles cool. Keine Eile, keine Eile. Okay, okay, okay. Wir haben schon ganz schön... Ich habe auch vor allem ganz schön auf den Sack gekriegt. Wir gehen jetzt runter. Ich heile mich hier mal kurz. Okay, aber ihr seht das, oder? Die sind nicht schlecht. Ach ja, die Nummer, wo alles... Oh, hier musste man sich doch auch sehr fix durchziehen, ne? Genau, ist sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt hier schon warten. Vorsichtig. Oh, da kommt direkt eine Horde. Ich stehe safe im Fahrstuhl. Halt ein bisschen auf Kopfhöhe. Da wird jemand gesmoked, Tatsache. Lolo Bolo. Wir haben ihn. Sehr gut. Okay, und weiter. Keine Zeit verlieren. Ich was mitgenommen? Health Pack? Sehr gut, schnell hier rüber. Lolo ist auch immer am Start. Alle bleiben gut zusammen, keiner bleibt hinten. Nur gute Leute hier. Ja, haben wir. Oh, Charger, Charger mittendrin. Haben wir. Oh, ich bin gejoggt beim Feuer. Aber da dürfte jetzt kein Special Infected mehr sein. Wir müssen jetzt kurz Luft haben, weil wir, glaube ich, 3, 4 gekillt haben gerade. Und da vorne ist der Ausgang. Also rein theoretisch haben wir jetzt kurz 10 Sekunden Ruhe. Oh, der Smoke noch, ja, ja. Der letzte kriegt's immer. Ich komme! Da kriegst du noch einen Hunter.
Uiuiui, und dann versuchen sie es nochmal. Gute Gegner, das macht richtig Spaß. Was sagt ihr? Das war gar nicht so selbstverständlich. Ich brauche einen Schluck. Okay. Ja, das war eine gute Runde. Okay, ich bin Smoker, das heißt, ich muss aufpassen. Ich hole mir den letzten. Grumpy ist unser Boomer, das ist der Captain, der den Angriff initiiert. Stimmt genau, Grumpy ist der Boomer. Also falls der einen guten Boom setzt, ist auch eine gute Option für mich. Alternativ der Charger auch noch. Ich vertraue dir. Siehst wie ein Donut-Kenner aus. Der Charger ist sehr wertvoll jetzt hier am Anfang. Oh, das ist ein guter Boom, guter Boom, guter Boom. Alles klar, da mache ich mit. Wir haben jemanden. Lolo, einmal durch, bitte. Das war ein Hammer-Boom. Okay, ich bin down, aber wir haben richtig Schaden gemacht, glaube ich. Das war ein guter erster Angriff. Das war ein Mega-Boom. Vier-Mann-Boom. Besser geht's nicht. Ja, wobei da wäre es noch smarter, wenn man dennoch mal abwartet und erst reinläuft, wenn der Boom abgelaufen ist, um dann noch den zweiten. Okay, so. Aber ich meckere nicht, die Leute sind richtig gut. Jetzt bin ich nämlich der Boomer und das ist einfach mega schwierig. Und das ist auch keine gute Stelle, aber ich mach's hier, ich wüsste nicht. Schöner Smoke. Schade, habt ihr gesehen, ich hätte Nick fast runtergestumbled. Weil wenn ich als Boomer explodiert wäre, nur einen Meter weiter vorne, dann wäre Nick jetzt auch runtergefallen. Oder es würde zumindest hier an der Reling hängen. Dass sie mich nicht gehört haben. Gute Nummer. Okay, Boomer. Okay, Hunter bin ich jetzt. Gucken, was das Team macht. Es ist eigentlich wichtig, dass wir jetzt hier nochmal... dass wir hier eigentlich nochmal reinspringen, weil wir eh nochmal neu spawnen. Und es ist auch sehr gut, der Jockey, perfekt. Ihr zieht ihn nochmal in die Suppe hinten. Das war gut, dass wir hier nochmal schnell einen Angriff gestartet haben, auch wenn er nicht unbedingt koordiniert war. Haben wir nochmal Schaden gemacht. Weil ihr seht, hier im Fahrstuhl ist jetzt eh die Zeit am Laufen und den spawnen wir unten direkt neu. Ja, aber auch die gegnerischen Survivor sehr solide. Kommen gut durch. Ja, Gegner nicht schlecht, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich Charger und ich würde nach... Ach, ich darf eigentlich... Abwarten auf den richtigen Moment. Da kommt der Boomer. Nicht schlecht. Einen erwischt. Kein Problem. Okay, wir warten noch. Wir warten noch. Okay. Okay, der war gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe drei Leute getroffen. Weiß es gar nicht. Vielleicht sogar vier. Und der Smoker hat auch schön gewartet und hat dann hinter mir dann... Die Leute wissen, wie es geht. Das lief richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das jetzt gebracht hatte, aber ich, mit meinem Charge war ich gerade zufrieden. Okay, es ist kurz vor Ende. Einen Angriff haben wir noch. Okay.
Okay, und das machen wir folgendermaßen. Sehr gut, perfekt. Jetzt stehen sie richtig im Ah nein, es steht genau daneben. Schade. Schade, schade. Weil dadurch, dass geboomt wurde, kommen ja ganz, ganz viele Zombies, die es den Survivern denn unmöglich machen, wegzulaufen. Und wenn dann unten Suppe liegt, kriegen die richtig Schaden. Schade. Gut, da haben sie richtig gut das gecountert. Die kommen durch, mal gucken. Na, schade. Schade, schade, ja. Ja, ich sag's nochmal, ihr hört den Skorpion leider fast nicht, aber das ist leider heute nicht besser zu regeln. Ich glaube, die Gegner führen. Die waren schneller. Darum geht's, glaube ich, ne? Da gibt's den... Ich meine, das war ja zeitabhängig, energieabhängig. Ich glaube, das war wahrscheinlich zeitabhängig. Keine Ahnung. Die letzte Versus-Runde ist auch eine ganze Weile her, weil es leider sehr wenig Leute gibt, die das spielen. Ja, wie gesagt, so richtig kann man sich da nicht mehr dran erinnern. Aber wir kommen wieder rein. Und es läuft. Und ich erinnere mich, das war doch am Anfang auch mega gut. Hier können zum Beispiel, dann kommen auch vielleicht gerne mal ein paar Tanks hier zum ersten Mal. Vielleicht steht auch gleich eine Witch da hinten. Das wird richtig gut. Passt auf, ich gehe mal... Passt auf, ich warte auf den Boomer. Ich würde sagen, hier startet Boomer. Und dann spitte ich... Ich glaube, der Boomer wartet, bis alle raus sind. Damit die nicht direkt wieder zurück in den Safe Room rennen. Ja, so ein bisschen. Aber ich bin zuversichtlich. Skorpion sagt, dass der Boomer am besten ein bisschen wartet, bis dass sie ein bisschen draußen sind. Dadurch, dass das andere Team führt, fangen die auch an als Survivor. Okay, Tür ist auf. Okay, ich glaube, es geht los. Oh, scheiße, durch den... So ein Mist. Okay, dann gehe ich rein. Ich habe leider den Spit versaut. Durch die Boomer-Explosion wurde ich gestumbled, konnte mich nicht mehr bewegen und dann ging der Spit gegen die Ecke. Das war schade. Können wir gucken, hier sehen wir die HP, haben nicht viel verloren. Pinks sehen gut aus. Oben sehen wir den Fortschritt. Okay, wir haben hier einen Hunter. Ja, die verteilen sich ganz gut, das macht es schwierig zu spawnen als Zombie. Ja, auf der anderen Seite macht es das auch, ne, einfacher, aber in anderer Hinsicht. Das wollen wir ja eigentlich. Skorpion sagt gerade, die bleiben schön auseinander und deswegen kann man nicht so gut spawnen. Aber eigentlich ist alles cool. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Da kommt ein Boom von oben. Schwierig da jetzt rein. Ich könnte... Warte mal, wir machen das mal so. Ach, schade, schade, schade. Wenn man höher reinspringt, gibt es mehr Damage. Ich wollte am Ende es noch ein bisschen Chaos machen. Aber ihr habt, glaube ich, verstanden. Ich wollte den einen Typen draußen mir schnappen. In der letzten Sekunde habe ich gemerkt, dass der Jockey mir zuvor gekommen ist. Da wollte ich natürlich nicht raufspringen, musste schnell abwenden. Wollte dann auf den zweiten und da habe ich dann versagt. Aber die sind auch wirklich nicht schlecht. Ihr habt gesehen, wie die mich abgewehrt haben mit einem Schlag. Das machen wirklich nur Profis. Oh, hier, das ist eine gute Nummer. Hier können wir sie auch wieder splitten. Hier können wir sie... Okay, ich habe versagt. Ich dachte, ich kriege ihn vielleicht noch.
War ich zu hektisch. Ach Mist, hätte ich jetzt angegriffen, das wäre viel besser gewesen. Aber das ist eine gute Nummer. Springt noch ein Hunter rum. Oh, sehr gute Nummer, sehr gute Nummer. Richtig, das könnte ein entscheidender Move sein. Oh ja, die liegen. Sie liegen. Oh nein, ich hab versagt schon wieder. Das gibt's ja nicht. Ah nein, er steht schon wieder. Oh, schön, nochmal der Blumen. Oh, sehr gut, sehr gut. Ihr seht, dass sie getrennt sind. Das ist eine Stelle, da kommt man nur rüber, wenn man einen kleinen Umweg geht hinten. Weil man vorher runterspringen muss, um da rüber zu kommen. Da kommt man nicht wieder zurück. Und nur da hinten, der eine hat es verstanden. Und sie haben es geschafft. Aber sie haben ordentlich verloren. So richtig. Na, ich warte eigentlich. Ach so, okay. Ja, dann kannst du lieber neu spawnen. Ja, ich spawn auch neu. So, man muss ein bisschen weiter weg, dann kann man neu spawnen. Und wir... Ah, ne, da kommen sie her. Wie machen wir das? Wir sind gerade angeboomt. Schön den letzten noch gehandelt, leider nicht zu lang. Da hat Giz direkt aufgepasst und mich ausgeschaltet. Aber wieder zurück im Spawn-Cycle. Skorpion läuft da noch rum. Ist noch ein Jockey mit einem HP. Und jetzt kommt ein Tank. Und Skorpion ist der Tank und jetzt wird's spannend. Ah, okay. Ja, das stimmt. Aber wir kommen gleich von hinten und lenken sie ab. Oh ja. Okay, wir warten. Der Tank geht rein, das ist... Ach nein, das gibt's nicht. Die sind echt nicht gut, Mann. Echt gut, meine ich. Die haben... Ja, Smoke-Counter. Die guter Schuss. Aber gut, der hat eine AK. Eieiei. Das ist natürlich auch eine sehr dankbare Position. Ja. Das muss man zur Verteidigung von Skorpion sagen. Das ist eine sehr, sehr... schwierige Position als Tank. Wenn man hier spawnt. Und die wussten ganz genau, dass sie nicht runterspringen dürfen in dem Moment. Und dann haben sie quasi den Tank gecountert. Nicht schlecht gemacht. Das war kein guter Boom, aber ich wollte hier schnell nochmal rein. Das ist eine ganz gute Ecke. Da gehen die down. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der nächste geht down. Na, darf ich spawnen? Jetzt auch nicht kopflos rein. Das hat gut reingehauen. Das hier ist für dich. Ah, ne, wir müssen hier lang. Ne, schade. Hätte klappen können. Ne, hier am langen Gang ist nicht gut. Am langen Gang ist nicht gut. Ah, Boomer geht in Position. Letzter Angriff kann auch mal hier passieren. Wir haben den aber gut was abgezogen. Ich gehe mal... ja. Ach, da oben kann ich nicht smoken, das ist ja ärgerlich. Doch, kann ich. Sehr gut. So, das ist kein schlechter Smoke. Und wir haben einen Down noch. Und jetzt müsste der Hunter warten, bis einer retten will. Ah, schade. Okay, aber wir haben noch mal einen gedownt.
Wir haben noch mal ein bisschen was angesetzt. Wir crunchen langsam die HP runter, aber die sind nicht schlecht und kriegen immer noch. Gut, gut. Noob Nuggets sagt, es wird Zeit, dass Back for Blood kommt. Das Problem ist ja, dass man bei Back for Blood keinen Versus-Modus hat. Das haben ja die Entwickler im ersten Trailer verschwiegen. Die haben nur von einem Multiplayer-Modus gesprochen, um allen Leuten ja, den Mund wässrig zu machen. Einen Tag später haben sie denn die Information nachgereicht. Es wird übrigens nur so was wie Scavenge. Und das ist leider nicht ansatzweise so geil wie der Versus-Modus, bei dem man ein Ziel erreichen muss. War nicht von irgendeiner Art Horde-Modus die Rede? Auch? Ja, so Horde, ja. Ich vergleich's, weil das Horde ist ja im Grunde Scavenge bei Left 4 Dead. Ja, auch nicht wirklich, aber gut. Aber es ist okay. Also Lolo Bollo als Boomer ist bereit. Oh, Boomer leider nicht. Gehen wir vorher noch oder lassen wir sie erst in den Laden? Ach, guck mal, sie springen direkt über. Ja, Laden ist eigentlich perfekt. Wir warten nochmal auf Laden. Da ist er aus Versehen. Grumpy ist aus Versehen über ihn rüber gesprungen. Guck mal, ob ich den Laden einziehen kann. Das wäre natürlich super, wenn der Hunter mit. Och, der hat mich gesehen. Shit. Versagt. Wollte noch kurz warten, war mir nicht ganz sicher, ob die zwei draußen bleiben in der Ecke. Das kann man auch machen, dass zwei draußen bleiben und zwei reingehen. Hinten, der Smoker hat den Cola-Lieferanten. Die Jungs müssen da nämlich jetzt ein paar Colas hinbringen. Jetzt kommt der Boomer. Er muss jetzt schnell spawnen. So, wunderbar. Triple Boom. Ah, schmeißt eine Pipe, nicht schlecht. Sind alle zusammen, Boom lässt nach. Und der Hunter geht nochmal, aber wird schnell abgeknallt. Jetzt bin ich ein Jockey, aber ich warte jetzt aufs Team. Und wenn ich mich recht erinnere, müssen sie eigentlich nur noch hier um die Ecke, oder? Wie war das? Ja, genau. Fuck, da müssen wir uns aber beeilen jetzt. Nee, die spielen das sehr solide zusammen. Die spielen das richtig gut, ja. Die spielen das richtig gut. Okay. Vielleicht noch eine Witch oder so. Das wäre ganz nett. Oh, Coach ist ein bisschen alleine. So, ich spawn mal. Wir müssen jetzt rein, weil sonst ist vorbei. Da unten der Archer, den kriege ich doch. Oh nein, der hat's gecheckt. Keine Opportunity, keine Opportunity. Ja, ja, wenn ich da reingehe, töten sie mich. Jetzt muss ich rein. Okay, das war alles, was ich machen konnte. Sie nochmal ins Spit ziehen. Ein bisschen Schaden. Dann war's das für diese Runde. Das wird eine richtig knappe Nummer. Wenn wir jetzt auch so gut durchkommen. Ja, ja. Ich finde es gut, dass wir nicht durchrennen, weil das war am Ende ein bisschen die Meta, dass man einfach nur durchgerannt ist. Und dann war es immer schwierig für die Special Infected, die Leute Platz zu machen, aufzuhalten. Aber es macht viel mehr Spaß, da langsam durchzustreunern. Guck mal hier. Okay, alles klar, Team. Grumpy, Lolo Bollo, Skorpion. Ich würde sagen, ihr wisst, was jetzt passiert. Da ist ein Boomer rechts oben auf dem Dach. Lasst euch nicht anboomen und raus hier. Los, killen wir ein paar Zombies. Oh, das war ein schöner Hand auf Grumpy. Der hat bestimmt ordentlich HP gekostet. Dann haben wir einen Boom. Smoke da oben. Smoke,
Okay. Okay, hier drin ist manchmal Kettensäge oder anderer Kram. Holt euch das schnell. Da kam ein Spit, schnell weg. Eine neue Knarre. Jockey am Start. Haben wir's. Smoker ist auch gepoppt. Jetzt müssen sich die Gegner erst neu formieren und wir machen Meter. Erster Angriff abgewehrt. Da ist ein Defi. Brauchen wir aber nicht in der Regel. Immer lieber das Medkit mitnehmen. Unten draußen ist ein Hunter, ne? Achtung. Ich mach mal kurz Feuer, weil da draußen Boomer. Oh, da ist er drin. Aber jetzt brennen die Zombies. Ja, wir sind ja alle drin. Dürfte ja nichts passieren. Selbst wenn hier ein paar Special Effekte drum springen. Ich glaube, einen Jockey habe ich gerade gesehen. Okay, da ist irgendwas explodiert. Das hat uns einen Schaden gemacht. Okay, schnell den Tunnel, der ist da oben. Da ist der Boomer. Kommt schön an die Wand. Oh, da ist ein Spit. Da mache ich mal Platz, dass sie alle... Ja, wunderbar. Der Spit war nicht wirklich gefährlich. Grumpy wird gesmoked, aber das haben wir... Du stehst genau. So, jetzt. Okay, keine Panik. Jetzt kommt die schwierige Stelle. Okay. Wir haben so lange gebraucht, dass jetzt wahrscheinlich... Ja, Jockey ist am Start. Jockey hat mich. Oh, Hunter hat mich hinten beim Booten. Da verlieren wir aber gut nochmal hier. Aber wenigstens geht keiner drauf. Wir haben sie im Grunde gelockt. Und jetzt können wir hier sicher rüber. Okay, ich bin drüben. Wunderbar. Langsam geht die Munition aus. Okay, Spit vorne. Jetzt müssen wir hinten ein bisschen aufpassen. Grumpy geht gleich down. Ja, ja, Jockey hinter uns. Ja, der ist da. Easy schmeasy. Ich hol mir mal Pillen. Und neue Waffen. Guck mal hier, schöne Gun. Aber das ist der Boomer, der ist wirklich nicht gefährlich. Wir können uns jetzt einfach in die Ecke hauen und dann... Oh shit, da hat jemand uns angezündet. Grumpy grillt währenddessen, aber das ist nicht schlimm. Pass auf, gleich kommt dann. Oh ja. Ja, ja. Also lass uns schnell hier runter. Die sind echt nicht schlecht, die Jungs. Ach ja, scheiße, jetzt bin ich schon unten, ich Idiot. Ich habe nicht an den Tank gedacht. Da hätte man natürlich oben bleiben können. Doch, der Tank ist getriggert. Achso, ich hab den Musik nicht. Der Tank ist getriggert und direkt vor uns. Schön angezündet. So, okay, ich bin down. Aber der Tank brennt.
Der Tank kommt da tatsächlich hoch. Und ist... Uiuiui. Der Tank ist oben. Tank ist down. Und jetzt werde ich aufgehoben. Nee, Tank ist nicht down, aber danke. Jetzt ist der Tank down, jetzt wird er gejoggt. Jetzt müssen wir aber gut im letzten Moment Scrumpy das vom Kopf schießen, weil sonst hätten wir da oben ein Problem gehabt. Kommt schnell runter. Okay, weit ist es nicht mehr. Noch dieses eine Stückchen, da kommt ein Charger. Dann ist der Boomer da. Ich gehe oben in die Ecke, ja? Oder, oh, ich muss lieber mal... Alles gut, sagt er. Bisschen zu grumpy. Dann haben wir... Was ist hier los? Überall Panik. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn der Boomer zuschlägt. Also müssen wir uns echt beeilen, Leute. Das ist ja wohl noch nicht das Ende. So, Grumpy ist halbmäßig auch relativ knapp. Okay, Grumpy, du wirst kurz geheilt. So, komm. Spit, nach hinten. Komm schnell durch, wunderbar. Okay, wir haben zwei Special Infected gekillt. Da kann jetzt dann also nichts Gefährliches mehr um die Ecke warten. Schnell ab in den Safe. Oh, der Jockey. Wunderbar, hier gibt es noch coolen Shit. Ich muss mir erst eine... Gibt's hier noch Laser? Ah, da. Soll ich mich heilen? Ist noch ein Medkit über? So, auch eins ist noch über. Sehr gut. Wollen wir die Horde abwarten? Grumpy, was ich bitte nicht raussmoken. Warten kurz die Horde ab. Jetzt ist nämlich die Tür auch weg. Dann kann ich mal loslegen. Okay, los geht's. Direkt runter. Hops. Hops. Wunderbar, Team. Direkt rein. Okay, ich. Wunderbar. Nee, nee, nee. Ich warte hier an der Tür. Ich schätze mal. Ich bin mit Grumpy an der Tür. Alles cool. Wunderbar. Dann nehmen wir jetzt wieder raus und bringen die Cola zum Cola. Oh, ich bin direkt im Spit gehandert. Gute Nummer. Danke. Es könnte sein, dass ich... Danke. Uiuiui, Leute, viele Zombies, ich gehe down, weil ich mich nicht geheilt habe. Oh, ho, ho, das könnte es. Das ist eine richtig harte Nummer. Grumpy, letzter Mann, und das war's. Wir haben es nicht geschafft. Geile Nummer, oder? Das war noch, aber. Hätte ich nicht gedacht. Gute Gegner, Leute. Wir verlieren jetzt gerade. Das war jetzt gerade
Weil es gerade im Chat gefragt wird, Shark. Ja, wir verlieren, da steht's. Weil wir jetzt die Runde gerade nicht geschafft haben. Vorher war es im Grunde gleich auf. Aber ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen anziehen. Hm? Es ist immer so ein. So läuft es bei der Fall. Also, ne? Wenn man gewinnen will, muss man eigentlich mega schnell durchrennen. Wir lassen es mal ein bisschen Zeit, gucken mal ein bisschen links und rechts. Was macht ein bisschen mehr Spaß, aber dann kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr auf die Mütze. Bock hat ein sehr guter Jockey am Ende, der unseren letzten Mann nochmal runtergezogen hat vom Van, der das Ganze initiierte. Ja, sehr gute Spieler auf beiden Seiten, aber wirklich. Es hätte ich nicht gedacht, dass so gut, dass wir auch durch Zufall so viele gute Left 4 Dead Spieler sich hier direkt finden lassen. Die alle wissen, was Phase ist. Wie so ein Angriff, weil es ist nicht einfach. Man muss erstmal die ganzen Karten kennen, wissen, an welcher Situation sich mit welchem Special Infected welche Situation ergibt. Es gibt diese Insta-Kill-Stellen mit dem Charger zum Beispiel und so, all die Sachen. Und da haben, das haben wir gesehen, das kennen die alle. Jetzt aber warten sie erstmal im Safe Room und müssen hier durchs Kaufhaus. Mann! Das ist die coole Kaufhausnummer, wo am Ende, glaube ich, denn mit dem Auto, wir müssen, glaube ich, am Ende ein Auto befüllen. Das ist, glaube ich, das große Finale. So, wir warten noch ein bisschen. Ich schätze mir, der Boomer geht gleich reich rein. Also werde ich versuchen. Ich würde nicht direkt vom Eingang boomen, ich würde so ein bisschen, wenn sie rauskommen, versuchen, irgendwas zu treffen. Okay. Wir warten mal. Bisschen raus. Wunderbar. Ach, eine Millisekunde zu spät. Sonst hätten wir... Schade. Habt ihr gesehen? Er wurde gesmoked. Und ich bin eine Millisekunde zu spät mit dem Hunter auf dem Typen gewesen, der den Smoker killen wollte. Das wäre eine richtig geile Nummer gewesen. Direkt am Anfang. Haben aber tatsächlich schon ein bisschen HP verloren. Das ist gut. Weiter geht's. Nächster Spawn-Cycle in wenigen Sekunden. Oh, ich bin Charger. War ich heute... Ach, war ich schon mal. Aber hier keine gute Charge. Kommt drauf an, wenn sie die Rolltreppe... Ich nehme die... Na, ah, nur einen Bomb. Ich gehe die Rolltreppe hoch. Oh, hinten wird gesmoked. Hinten wird gesmoked. Nee, hier kann ich nicht chargen, da komme ich nicht durch. Ich warte, ich warte. Ich... Shit, jetzt kann ich nicht mehr spawnen, das haben sie gut gemacht. Ich spawn einfach... ein weiter. Da kommt nochmal ein Boomer, sehr gut. Ich warte auf den Boomer. Boomer geht rein. Leider nur einen erwischt. Aber jetzt haben wir viele Zombies. Jetzt kann ich rein und vielleicht den Typen nach vorne. Scheiße. Ja, ja, die waren gut aufgestellt. Sie wissen genau, wenn sie geboomt sind, schön in die Ecke und erstmal die Zombies abknallen. Nicht wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen. Die sind einfach, wissen, was sie tun. Professionelle Zombie-Überlebenskünstler. Wie war das nochmal? Wo müssen sie jetzt hier lang? Hier über den, ach, über das Ding rüber, ne? Okay, alles klar. Oh, 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 da habe ich doch eine Option, oder? Was hast du denn? Du hast einen Smoker. Du bist Smoker, ja, wunderbar. Ja, die gehen nun leider geschlossen. Ja, wir hatten es. Das war die Situation. Die hätten wir es versuchen müssen. Das war schon gut. Die sind einfach. Die wissen, wie es geht. War ein guter Versuch. Komm da sehr gut durch. Okay. Coach heilt sich nochmal. Haben ordentlich Health Kits, muss man sagen. Die haben wirklich Health Kits. Hier zu boomen ist nicht die allerbeste Idee. Es kommt eh gerade eine Horde. Die müssen ja gleich
hier durch. Hier vorne. Ach ja, genau, jetzt kommt die Nummer. Da warten wir. Oh, Sie haben es schon getriggert? Ja. Shit. Oh nein, oh, ich hab, das war richtig schlecht. Ich konnte nicht spawnen, die sind zu hektisch gewesen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schnell sind. Ich versuche sie gleich jetzt nochmal hier anzuboomen. Die sind immer noch auf der Etage. Ja, ja. Ach, die müssen da lang. Ach, weil ich das nicht mehr so... Ach, scheiße, ich Idiot. Ja, ja. Am besten hoch und nach vorne. Ah, sie müssen da lang. Fuck, ich weiß es nicht mehr. Och, sie sind schon fast beim Ausgang da vorne. Uiuiui, okay, das machen die richtig gut. Schwierig da ranzukommen, besonders wenn ich am Ende nicht mal mehr weiß, wo es lang geht und als Boomer in der falschen Richtung stehe. Das war ein bisschen dumm, aber ich glaube nicht, dass wir es... Ah. Ich glaube, oder geht es hier noch weiter? Hier geht es noch weiter, ne? Oder ist das schon Safe Room? Die müssen nochmal das Treppenhaus runter, okay. Wirklich sehr, sehr schnell. Ah ja, sie sind schon. Die passen halt auch wunderbar auf. Machen die Türen zu. Da bleiben. Weil der Boomer schon hinten ist. Ja, der Boomer ist hinten, aber weil sie die Tür zugemacht haben, ne? Ist dumm gelaufen. Der Spit leider nicht gesessen. Vorne rein gespittet, aber die sind nicht doof. Ich dachte, mit der Horde nochmal einen Spit reinzusetzen, ist vielleicht keine schlechte Idee. Okay. Gehen wir nochmal hier hoch. Kann ich spawnen? Ah, ich treffe ihn nicht. Ja, aber trotzdem, auch ich habe 3 Leute gecharged, trotzdem bin ich sofort down. Die sind wirklich sehr gut. Die wissen genau, zack, zack. Genauso macht man das. So, da müssen wir gleich. Müssen wir gucken, weil ich glaube, danach kommt nur noch eine Nummer, oder? Und dann müssen wir mal gucken, dann müssen wir tatsächlich in der nächsten Nummer Punkte holen. Aber die letzte ist eh die, wo es auch nochmal nach hinten losgehen kann. Mal gucken, ganz ehrlich. So, die Gegner führen. Ja, du musst jetzt Leistung bringen, Dennis. Sonst wird's schwierig. So. Kommt mal alle her hier. Beten wir. Ja, bleib uns sicher, dass dieses Einkommen. Ja, sieht gut aus, ne? Immer noch Source Engine, finde ich auch, ja. Alter, sehr gut, ja. Truller fragt, warum ich nicht einen von der Balustrade ramme. Weil das nicht geht. Da muss erstmal das Glas weg. Du chargst nicht durch Glas durch. Okay, let's go. Der Boomer lebt aber noch. So. Ich schätze mal, der Boomer wartet oben bei der Rolltreppe, springt bestimmt dann runter. Genau das hat er getan. Wunderbar. Grumpy bitte in die Ecke. Kurz cool bleiben. Wunderbar. Und aufpassen, die spawnen jetzt natürlich hier hinter uns. Immer ein bisschen bewegen und hier so die offenen Ecken, damit da nicht gespawnt werden kann. Und ab die Post. Und Smoker, da ist der Charger. Okay, Smoke habe ich. Charger
Oh, da bin ich genau reingesprungen. Das war ein bisschen dumm. Oh, Grumpy. Okay, weiter geht's. Wir müssen ein bisschen anziehen. Denn unsere Gegner sind tatsächlich besser. Okay, schnell die Rolltreppe runter. Ich glaube, es war einer hinter uns schon gespawnt. Der wird dann... Da hat er von oben, ja, das kennen wir ja. Zack. Oh, der Smoke, der ist auch nicht schlecht. So, Grumpy, bitte schnell runterkommen. Du bist ein bisschen ab vom Team. Wie bitte? So. Wir schlagen uns ganz gut. Weiter geht's. Ich nehme mal Pille. Boomer haben wir. Gut, gut. Boomer ist mit das Gefährlichste. Wenn der Boomer nicht da ist, ist tatsächlich schon mal die halbe Miete. Ja. Ich habe ein sehr gieriges Team. Ganzen Kampagne zweimal Pillen gefunden. Sonst eigentlich nichts. Ja, das klappt jetzt zum... Ich weiß nicht, wieso ihr da immer reinläuft. Dieser Rolltreppen-Charge. So. Einmal schön draufhalten. Weit ist es nicht mehr. Horde ist vorbei, lass uns schnell rüber. Hinten kann noch guter Kram liegen manchmal. Ich würde schon mal hingehen und gucken. Ihr habt mich ja im Blick. Ich bräuchte nämlich Health. Eventuell ist da hinten noch ein Health Pack. Aber ich sehe nichts. Kein Health Pack für mich, leider. Ich habe aber keine Munition mehr, deswegen schnappe ich mir die Autoshot. Okay, alles klar. Hast du eins? Ich hab ein paar Pillen für dich. Okay, danke. So, wir gehen weiter. Ich glaube, wir müssen... Oder hier links war das. Denk an das Fenster. So, nochmal Pillen. Okay, pass auf, schieß nicht das Fenster kaputt. Wir machen erstmal clear, die Tür hinter uns zu. Und bevor sie sich jetzt groß formieren kommen, würde ich sagen, los, oder? Weil das sieht doch gut aus. Ja, dann. Seid ihr ready? Links rum, na genau. Komm, Team, ja. Ist ein bisschen spät angesagt, aber wir sind alle links. Granate fliegt raus, perfektes Timing. Da hinten ist ein Boomer in die Luft geflogen. Charger wartet und, oh ja. Oh. Das war, ja, das war sehr gut. Ich habe ihn gar nicht gehört. Okay, und... Okay, schade. So, das muss Lollo Bollo jetzt alleine hochschaffen. Das ist down, ja, shit. Okay, da können wir jetzt aber nicht runter, ne? Das ist tatsächlich Selbstmord. Das ist nochmal zwei Etagen runter, ja. Kann man den Alarm abstellen? Ein bisschen ballern. Lauf doch nicht, zickzack! Harte Nummer. Wir haben einen verloren. Nicht gut. Das war ein guter Smoke. So, ich würde sagen, weiter geht's. Pass auf, um die Ecke sind sie schon gespawnt, ne? Hast du gerade gehört? Gehen wir hier runter. Ne, ist doch hinter uns. Nächste Horde kommt. Die können wir eigentlich hier im Gang mega gut... Shit.
Aber bei Horde nicht schlecht. Hier im Gang ist perfekt. Ich gehe mal hier, dass sie hier nicht hinter uns spawnen können, okay? Hinter uns Smoke. Vorne ist der Jockey. Da ist der Charger. Der Jockey hat mich vorne. Smoker hinten, wunderbar. Wir haben sie, jetzt können wir hier schnell durch. Ja, ich bin langsam. So viel zum Thema schnell, ich heile mich. Hier ist ein Pillen. Komisch. Kurze, ja, schöne Pipe. Direkt hinterher. Genau, direkt hinterher. Ich passe ein bisschen auf Grumpy auf. Weiter, jetzt müssen wir wirklich uns beeilen. Boomer? Ah, sehr gut. Boomer down. Komm hoch, Junge. Sehr gut. Humpy ist ein bisschen langsam. Da kann aber nichts für. Ich könnte ihm meine Pillen geben, das stimmt. Oh, jetzt ein dummes Timing. Okay, komm hier, friss die Pillen, Junge. Jetzt hat er Pillen, jetzt kann er schneller laufen und wir sind durch. Naja, das sollte man noch nicht sagen, aber es sieht gut aus. Okay, wir haben es leider nur zu dritt geschafft. Das gibt ein bisschen Punktabzug. Leider liegen wir auch schon zurück. Jetzt müssen wir im letzten Akt natürlich ordentlich zulegen. Hört ihr den Charger? Ja. So. Was ist das? 300 Punkte Unterschied? Ach, das ist nicht wenig. Aber am Ende gibt es noch einen Bonus. Also wenn die nicht durchkommen und wir durchkommen, haben wir gewonnen. Ja, wir müssen gucken, wie viele Kanister... ich weiß gar nicht, wie viele sind das? 10? 13? 11? Irgendwie sowas? Und die Wurftechnik ist natürlich gefährlich für den Spitter, gerade im PvP, ne? Wie war das? Kann der Spitter die geworfenen Kanister anzünden? Ja, genau so war das. Sobald die Kanister orange sind. Okay. Dann weiß ich, was ich versuche. Ich gehe schon mal in Position. Ich würde sagen, oder nee, wir können uns ja eigentlich hier am Anfang einen Angriff, den ersten Angriff versuchen wir. Ja. Okay. Ich gehe, ja. Okay. Ich meine, das wird zwar nicht viel bringen, da die das runterspielen werden, aber ein bisschen Damage. Kann man mal mitnehmen. Kommen die oder? Was ist los mit euch? Was nicht? Das ist hier Zeitspiel oder was? Los! Wir sollten mal in Gang kommen. So, ich warte auf den Boomer. Oh shit. Nein, die sind nicht schlecht. Nein, ich kann aber nicht spawnen. Verdammt, du Scheiß. Okay, dann spinne ich halt verdammt nochmal einfach hier vorne. So, klingelingelingelingelingelingeling. So, noch ein bisschen Schaden gemacht. Ast rein. So, dann kann ich neu spawnen. Jetzt fahren die den Fahrstuhl runter. Und unten das große Finale mit dem Auto. Jimmy Gibbs Jr.'s persönliches NASCAR. Oder was ist das? Ja, genau. Ist das ein... Ja, stimmt, ein Stocker. Okay, let's go. Ich bin leider nur Jockey. Ist in dieser Situation jetzt nicht die beste Wahl. Okay, stimmt. Man greift gleich am Anfang an. Ich erinnere mich. Ich versuche direkt vor dem Fahrstuhl zu boomen. Ja, oder? Ja. Ich glaube, ich bin immer... Oh, shit. Ah, die sind wirklich gut, ne?
Nix, nix. Okay, so, bin ich mal gespannt, wie die das machen, ob das klappt. Sie müssen 13 Kanister zum Auto bringen. Und das ist nicht einfach. Tanks werden kommen, Zombies werden kommen. Und wir werden kommen. Gehen zusammen alle hoch, ja. Das ist nicht schlecht. Bleiben wirklich alle zusammen. Hammer. Hammer gut. Okay, ich bin Boomer. Ich weiß, wo bin ich. Shit. Oh, einer ist runtergesprungen. Ja, die springen alle runter. Oh, shit. Haben wir jetzt bitte? Sie schmeißen. Sie verfolgen die Werftaktik. Ja, wir brauchen unbedingt einen Splitter. Shit, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt hier... Ich bin in der falschen Etage. Was soll der Shit? Schade, da wollte ich noch. Naja, wenigstens einen. Da bekleckere ich mich gerade nicht mit Ruhm, weil ich mich wieder verlaufen. Aber langsam kommt alles wieder. Wir haben Smoker und einen Spitter am Start. Das Ding ist, Grumpy müsste einfach auf diese Kanister spielen. Spitten. Hat er gemacht? Das war auch dumm. Ich habe nur kurz den Jockey gesehen, dass der jemand weggezogen hat und wollte schnell rein, aber die stehen halt wirklich gut. Er ist dann nicht einfach kopflos hinterhergerannt, sondern die haben zusammen außer Distanz draufgeschossen. Fünf Kanister haben sie schon. Laufen nach oben. So langsam sind sie nicht mehr immer zusammen. Das ist natürlich sehr gefährlich. Besonders. Oh, shit. Oh. Da habe ich wieder Mist gebaut. Ich hab's, muss jetzt gelten. Wie lange haben wir das nicht gespielt? Das ist halt einfach 10 Jahre her. Und vielleicht einmal zwischendurch. Deswegen mache ich gerade einen Fehler nach dem anderen. Ich habe gerade die falsche Taste zum Chargen gedrückt. Ich wollte eigentlich schlagen, bin gecharged. Mega dumm. Aber die sind mega smart. Das ist das Problem. Die wissen, dass wenn sie da oben gecharged werden, das ist nämlich eine Stelle, wo man Leute runterkicken kann. Okay, Grumpy ist der Tank und versucht es jetzt nochmal. Ich gehe nochmal als Boomer rein, um vielleicht ein bisschen... Die stehen aber halt ziemlich gut. Kann ich hier... Nee. Ich muss schon in der Nähe spawnen. Ich muss schon in der Nähe spawnen. Ich muss rein. Ich kann ja nicht die ganze Zeit einfach... Ja, schade. Mega dumm. Gucken wir uns mal. Tank läuft da hinten. Ist keine schlechte Taktik. Wahrscheinlich versucht das jetzt ein bisschen rauszuzögern. Wenn ihm das gelingt, nicht schlecht. Er kann natürlich werfen mit seinen Steinen. Nur geht er jedes Mal Gefahr, da trotzdem Schaden zu kriegen. Ich versuche mal was runter zu smoken. Nur leider stehen die einfach sehr, sehr gut. Und den Typen unten, das ist natürlich die Bait. Da darf man nicht einfach rausspringen. Das war jetzt auch falsch. Ist doch klar, die oben. Och, habt ihr das gesehen? Das gibt's ja nicht. Aber ich habe ihn noch gesmoked da oben. Ich habe ihn runtergesmoked. Seht ihr sie da hinten auf der Treppe? Ey, aber was ist das für ein Mist? Werde dann Tank. Hab sie aber gerade noch gesmoked. Da liegt sie. Seht ihr das? Da habe ich dann nochmal einen guten Move hingekriegt, nachdem ich dreimal gerade mega versaut habe. Das passiert. Wenn man nämlich als Tank zu lange keinen Schaden macht, wird der Besitzer des Tanks gewechselt. Und in diesem Fall... 5 Sekunden vor Exitus. Oh, einer hängt, das Walker dann gezogen.
Ach, verdammt, du! Oh, der Charge. Oh, das ist die Chance für den Charger. Oh, schön. Haben wir einen schönen Charge gekriegt hier. Sehr gut. Da ist ein guter Charge. Ist jemand runtergeknallt. Der ist definitiv down. Dann hängt da noch jemand. Dann haben wir hier jemanden gesmoked. Und es sieht so aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir haben nur noch ihn als letzten Mann. Ist jetzt angeboomt. Wunderbar. Und wir haben's. Oh nein. Okay, ich glaube, der Smoker hat mich gerade geschlagen. Weil so schnell gehst du nicht down von der Pistole. Das war nicht so smart. Das war tatsächlich sogar ein bisschen dumm. Aber wir haben's. Sehr gut. Sehr gut. Okay, guck mal. Also, das heißt, wir können es theoretisch noch schaffen, wenn wir den Level schaffen. Das macht's spannend. Letzter Level. Was fahren wir für eine Taktik? Also, ich würde auch auf jeden Fall zusammenbleiben. Und so runterschmeißen ist halt, ne? Sieht man, was passiert. So, ich würde sagen, wir machen die gleiche Taktik, weil sie alle gesehen haben und jetzt wissen, wie die geht. Und das ist ja eigentlich auch eine Standardtaktik. Das einzig Besondere ist, wo sie sich aufgehalten haben am Ende. Oben im obersten Stockwerk und einer unten. Das ist natürlich sehr, sehr smart. Ich würde sagen, wir machen das ähnlich. Das passt schon. Ja, wichtig ist, die Kanister, wenn wir die runterschmeißen, nicht zusammen alle auf einen Haufen. Ja, wir dürfen genau die Kanister nicht zusammen alle auf einen Haufen, sagt Skorpion gerade, weil die kann man als Bitter dann anzünden. Deswegen war auch einer unten, der die dann immer einwerfen konnte. Aber wir schaffen das, hoffentlich. Let's go. Na dann, los geht's. Der eine gratis Angriff, aber so, da jetzt. Ich wollte den Boomer unbedingt nochmal töten. Nicht, dass der gleich nochmals. Macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich auch noch angeboomt bin. Oh, Hunter vorne im Split, Vorsicht. Das ist kein guter Anfang. Na doch, geht. Wir haben kein HP verloren. Großartig. Und hoppidi. Und da geht's. Sie müssen das Auto mit Benzin betanken. Machen wir. 13 Kanister kommen da rein. Was meine, wie viele Liter sind das in so einem Kanister? 10? Ich weiß es gar nicht. Das sind doch. Könnte man eigentlich wissen. Das sind bestimmt so Standardkanister. Die sind aber bestimmt nicht voll. Also ich meine, aber Scorpion gesagt gerade zu Recht, die sind bestimmt nicht voll, weil nämlich sonst werden da 130 Liter reingehen. Das. Was? Das ist eine ganze Menge für unsere Verhältnisse zumindest. Oh, da kommt er. Und los geht's. Skorpion. Sehr gut. Charger ist down. Oh, Spit. Ich hänge hier irgendwo fest. Mega eklig. Kann man nicht mehr aufs Auto oder was? Mega dumm. Okay, wir gehen hoch. Gehen hoch und schmeißen das alles runter. Okay, wunderbar, genau. Wir gehen auch hier lang, so ist es, glaube ich, ja, wunderbar, gar nicht dumm. Eins, zwei Skorpion, wunderbar, schmeiß sie runter und dann, alles klar, sieht gut aus. Ja, sie haben Spitter, das ist das Problem. Sie haben Spitter, das heißt, wir müssen eigentlich versenken, oder? Pipe geht raus. Okay, wunderbar. Ja, die Kanister gehen hoch. Oh, wer springt denn da runter? Das war mutig. Lolo Bolo ist einfach runtergesprungen. Ja, die Abkürzung. Kein Problem, ich passe auf dich auf, Lolo. Perfekt.
Komm, weiter. Wir müssen runter zu Lollo. Grumpy macht das super. Grumpy macht das richtig super. Ich habe Lollo im Blick, Leute. Ich habe Lollo im Blick. Alles cool. Lollo, mach dein Ding. Lollo, ich schmeiß eine Pipe zu dir. Okay, geht's schon runter? Okay. Lollo ist gedroppt. Okay, jetzt sollten wir auch runtergehen. Wir sollten auch runtergehen, wunderbar. Oh nein, Skorpion, du bist genau in dem Punkt gesprungen, wo ich gecharged bin. Und da komme ich nicht hin von hier. Oh, da wird jemand gesmoked. Hey, ich bin tot. Das ging schnell. Da ist er tot. Wir schauen jetzt weiter den restlichen drei Überlebenden zu, die vielleicht trotzdem noch gewinnen können, wenn sie es zu dritt schaffen. Ich habe es nicht mal bis zum Tank geschafft. Ja, der Chart war leider sehr unglücklich. Du bist gerade ausgelaufen und ich... Genau, wir sind an unterschiedlichen Stellen runtergesprungen, einfach weil wir einfach gar nicht... Uiuiuiui. Und dann geht da jetzt der auch noch... Ja, ja. Jetzt wird es punktemäßig eng, sagt auch Trulla, genau. Ja, hier liegen noch Defis. Es gibt auch noch Defibrillatoren. Stimmt, es gibt Defibrillatoren hier manchmal, sagt Skorpion gerade. Das ist keine schlechte Idee, könnte man machen. Da kommt jetzt, Achtung, der hinten, der Tank. Den kriegst du nicht durch, den Heil, oder? Kriegt er den durch? Den kriegt er durch. Und jetzt alle auf den Tank. Da wird Skorpion gesmoked. Oh, aber... Gefährlich. Der Tank ist immer noch da unten. Zwei down. Ja, Lolo wird leider. Drei down. Okay, jetzt wird's interessant. Charger kommt. Hunter kommt. Ach, da hat er dich. Der kriegt dich. Das war's. Aus die Maus. Da wird er nochmal eingeboomt aus der Tür. 2000 zu 2500. Ja, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Herausforderer. Ihr habt es platt gemacht. War richtig gut. Und wir starten aber jetzt nochmal neu. Und gucken mal und müssen uns einmal erholen. Und ganz ehrlich, es ist auch sehr, sehr laut. Ich muss jetzt einmal... Das war eine anstrengende Nummer. Ja, da haben wir tatsächlich verloren. Krass. Ja. Aber die waren auch einfach sehr, sehr gut. Dementsprechend. Du Skorpion, ich glaube, man hört dich nicht. Deswegen. Das ist okay. Da kann ich mitleben. War cool anzuschauen. Und jetzt gucken wir mal auf die Uhr, was noch möglich ist. Wir haben jetzt 75%. Also eine Versus-Runde dauert im Schnitt... Also wenn wir jetzt einfach mal diese Runde hier als Maßstab nehmen, die kann natürlich auch viel schneller vorbei sein oder länger dauern. Aber eine Stunde, 90 Minuten, so lang dauert ein Ding, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber es gibt kürzere Kampagnen. Und ich schätze mal, der Skorpion wird gleich eine neue Kampagne auswählen. Dann mach auch mal eine neue Lobby auf, ich glaube, es geht am einfachsten. Eine neue Lobby auf. Und dann könnt ihr gerne wieder eure Freundescodes posten. Und dann laden wir euch ein. Wir machen eine kleine, kurze. Was ist denn, guck mal, die letzte neue. Die dauert doch nur zwei Runden. Die ist zwar ein bisschen... Die sind lang. Ja, die sind relativ lang. Wir können es gerne probieren und das Finale ist relativ hart. Oder pass auf, wir können auch nur Finales probieren. Wir schaffen keine ganze Kampagne in einer halben Stunde. Das ist Quatsch. Wir spielen einfach das Finale von... Was schlagt ihr vor? Mir ist eigentlich egal. Irgendein Finale, das ist besser. Weil wir haben keine Zeit mehr, leider. Wie lange haben wir denn noch? Mach mal ein Spiel auf hier, Junge. Ja, ich bin noch dabei. Du musst mir halt sagen, welche Kampagne. Das kannst du ja doch... Mach erst mal auf, dann bin ich drin. Dann kannst du die Leute... Welche Kampagne können wir ja währenddessen... Du kennst das doch, da kann man alles wunderbar. So, dann komme ich da hinterher und dann
Kommen da auch schon fleißig die. Ich sehe das gerade im Chat. Ah, du bist schon. Du hast jetzt aber Kampagne angemacht, ne? Ich habe Kampagne angemacht, ja. Es sind doch schon die ersten Leute wieder reingejoint. Aber du bist drin, ja, wunderbar. Aber wir wollten ja Versus. Kann man das hier noch ändern? Ah, du willst Versus auch noch machen. Nee, das kann ja, ich Finale nicht. Im Versus. Doch, doch. Das Finale im Versus. Achso, okay, ja, dann das. Okay, kleines Missverständnis. Das ist jetzt eine Lobby. Okay, dann. In der Kampagne. Wir wollen aber Versus spielen heute nur. Sind die Leute eingeladen worden, die da gejoint sind? Nee, die sind einfach so beigetreten. Achso, das geht natürlich nicht. Nicht einfach so beitreten, bitte. Das wird hier. Zack. Durch Zufall gelöst. Schmeißt eure Nummer rein, dann werdet ihr gezogen. Und das sind noch die gleichen Fatzkes, die eben schon drin waren. Ja, du regelst das. Du kannst sie rausnehmen da. So. Ich kann die hier rausschmeißen, ja. Sorry, Leute. Das Konzert, Sonny, hatten wir letztes Mal gespielt. Ich würde vorschlagen, wir spielen was, was wir nicht letztes Mal gespielt haben. Wie joint man denn? Ja, du schmeißt einfach dein Steam Friends Code hier rein in den Chat, so wie hier Elfenohr zum Beispiel. Und dann wird man eingeladen. Das passiert hier gerade nebenbei. Beobachte das auf meinem Bildschirm und wenn das Ding voll ist, dann machen wir hier weiter. Sacrifice Finale ist am besten, sagt Opa Kopalke. Das können wir machen. Und damit mag er recht haben. Weil es ein besonderes Finale ist. Machen wir Sacrifice Finale. Versus. Ne, nicht die Steam-Profilnummer. Ich weiß nicht, sorry, es ist irgendwie. Steam Freundesnummer oder so. Ich bin da. Steam Friend Code soll das heißen. Genau. Ja? In der Steam Friendlist oben rechts auf das kleine Plus. Ich glaube nicht, dass das die Profilnummer ist. Nee, nee. Man kriegt man irgendwie über die Friendlist die Nummer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch aufgegeben, das zu verstehen, weil jedes Mal, wenn ich es verstanden habe, wird es geändert und ist wieder anders. Das Neueste sind jetzt diese Friends Codes. Und ich bin einfach. Es setzt irgendwann so eine Altersstuhlheit ein. Wo man dann einfach entscheidet und sagt, nee, ich lerne den neuen Scheiß nicht mehr. Das ist mir zu dumm. Ich warte den nächsten Scheiß einfach ab. Dass man manchmal so Entwicklung aussetzt und sagt, ich lerne dann die nächste. Die jetzt brauche ich nicht. Und dann lebe ich, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ich lebe damit ganz gut, dass ich mal so einfach mal so mal komplett irgendwie eine Generation von Dingen ausfallen, aus lasse in die nächste. So. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute mittlerweile drin sind. Wir sind immer noch zu zweit. Ja, Gavin, wenn das Spiel noch nicht gedownloadet ist, dann hast du schlechte Karten. Das tut mir leid für dich. Wir haben es aber letztes Mal gesagt. Und es stand ehrlich gesagt, ich habe es extra in den Sendeplan so eingetragen. Versus Community. Ich hoffe, dass das denn auch, denn ich weiß ja nicht, Technik ist ja schwierig. Ich hoffe, dass das denn auch bei euch so ankam, dass ihr direkt rafft, hey, wir zocken heute wieder mit Community. So, Captain Einauge. Was postet ihr hier? Eure ICQ-Nummern, fragt Markuczynski. Ah ja, ICQ. Kennst du deine auch noch auswendig? Nee, die kenne ich nicht auswendig. Echt nicht? Nee, ich habe ICQ mal benutzt, um die IP-Nummern der Leute rauszukriegen, weil die immer direkt angezeigt wurde. Jetzt natürlich die Frage, sind das ICQ-Nummern oder sind das jetzt eure Steam-Friend-Codes im Chat? Jetzt sind noch Spots frei? Ja, es sind noch Spots frei. Scorpion ist ein sehr langsamer Mensch. Das... Ja. Ich kann mal kurz zählen, wie viele Spots noch frei sind. 6. Von 6. Skorpion, was ist da los? Wieso dauert das so lange? Ich spam hier Leute zu mit Freundesanfragen. Du solltest vielleicht auch dazu sagen, dass sie von mir eine Freundesanfrage kriegen und dann einfach joinen können. Ach so, die kriegen... Ja, das raffen die natürlich. Aber du hast recht. Das sage ich nochmal. Skorpion sagt gerade, die kriegt eine Skorpionsanfrage. Skorpionanfrage, genau. Eine Freundesanfrage von Skorpion. Dampfhammer und Captain Einauge hat es schon geschafft. Ja, wunderbar. Opa Kopalke meldet sich auch. Hat der nicht gerade was mega Smartes gesagt? Ja. Oder verwechsel ich das?
Ah, Ich nee, sehe Opa auch. Kopalke. Nee, warte mal, Opa Kopalke, was hast du? Hab ich hier nicht gerade vorgelesen? Ist vorbei. Ich sehe auch aktuell keine Nummer. Ah, das. Gant hat noch eine Nummer gepostet. Ja. Moment, sehe ich Nee, das? nicht manuell beitreten, dann kicken wir euch. Das wird hier random gemacht. Ja? Ihr werdet ausgewählt random, weil wenn die einfach wird, First Come, First Serve ist doof. Wir machen. Also, ihr könnt natürlich beitreten, außer ihr wart eben in der Runde schon mal dabei. Dann. Nee, wir werden ausgesucht random. Keiner tritt hier von alleine bei, bitte. Sonst kickt euch Skorpion eh raus. Opa Kopalke ist grumpy. Ach so, guck mal. Du hast ja gerade schon mitgespielt, Opa Kopalke. Und das merkt man. Siehst du, wir hatten so gute Spieler dabei. Wir haben so gut zusammengehalten, dass du bemerkst direkt am Verhalten in Left 4 Dead den Charakter eines Menschen. Und wie sich herausstellt, ist Opa Kopalke grumpy gewesen. Und Opa Kopalke besitzt einfach auch die Integrität zu sagen, ich habe gerade schon gespielt. Bitte nicht nochmal. Ich bin ein fairer Typ. So hat er jetzt nicht gesagt, aber das gefällt mir. So, ich adde hier munter weiter Leute. Einige Leute können den Skorpion hören, andere nicht, wenn sie schlechte Ohren haben. Wie gesagt, der ist auch einfach nicht zu hören, weil ich froh bin, dass ich es hinkriegt habe, dass man ihn überhaupt hört. Und dummerweise habe ich ihn deswegen auf derselben Tonspur wie Left 4 Dead und kann ihn nicht individuell hochregeln. Das ist mein Problem gerade. War eine Ich super glaube, wir machen. ausgeglichene Runde, sagt Pito. Ja, finde ich auch. War Ja. super ausgeglichen. Aber wir waren schlechter. Aber ganz ehrlich, ihr habt gesehen, hin und wieder ist vielleicht mal so der ein oder gute Move bei mir aufgeblitzt. Habt ihr gesehen, wo das Potenzial ist? Aber hin und wieder habe ich auch richtig versagt, weil ich einfach die Karten nicht mehr kenne. Weil es ist einfach ewig lange her, Left 4 Dead. Da bist du ja nicht der Einzige. Es ging mir ja nicht anders. So, einen brauchen wir noch. Ich brauche noch einen Friendcode. Genau, er ist super leise im Stream. Wie gesagt, das ist mir bekannt, aber das ist jetzt heute hier. Ich meine, ganz ehrlich, guck mich mal an. Wie alt bin ich? 100 oder so? Dass ich hier überhaupt einen Computer bedienen kann. Ist ein Wunder. Oder? Also, ich kann ihn nicht bedienen. Das war jetzt gelogen. Aber. Ne? Creep will jetzt noch zu Mc's. Kommt drauf an, wie weit der weg ist, ne? Wenn der unten gleich bei, weiß nicht, ne? Wenn du raus musst und dann ist er da gleich, das ist ja gefährlich. Ich hatte mal, aber die Geschichte habe ich schon häufig erzählt, ich hatte mal einen Griechen direkt um die Ecke. So dicht dran, dass es bei mir in der Wohnung immer nach Gyros gerochen hat. Selbst wenn ich nichts gegessen habe. Also, ich komme nach Hause, rauch's nach Gyros. Draußen drin. Und es war. Oh, jetzt habe ich so Hunger auf Gyros gerade. Ich liebe Griechisch. Bin ein großer Fan von Gyros-Teller. Das ist das Größte für mich. Und wir haben hier in Hamburg einen unglaublich guten Griechen. Der nennt sich der Korfu Grill. In der Nähe der Osterstraße. Falls ihr Firmen seid und da mal vorbeigehen wollt. Hammer. Hammer. So, einer fehlt noch. Komm, wir haben keine Zeit. Wieso dauert das so lang? Wir haben keinen mehr, ich krieg keine Friendcodes mehr. Ich krieg keine mehr im Chat. Ihr könnt. Ich hab Skorpion braucht alles neue gelöst. Friendcodes hier. Ich weiß, du musst nochmal frische Friendcodes rein. Ansonsten, First Come, First Serve, würde ich jetzt sagen, einfach den Danke, anderen Doc. joinen. Ja, wir haben Nach jetzt so Hause lange krieche gewartet, ich. ich hab gefühlt 500.000 neue Freunde. So, der nächste, der hier noch einen Code reinschmeißt, ist drin. Skorpion hat ein bisschen lange gedauert. Jetzt sind, glaube ich, die ganzen Codes nach oben geflitzt. Jetzt sieht er die nicht mehr. Es waren noch auf die gleichen. Griechisch geht immer, klar. Aber ich mag das nicht, wenn das Zicke so scharf ist. Sondern das meine ich, wenn er mehr weich ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich dip so richtig tief in Tzatziki. Ich schwitze dann auch richtig Tzatziki. Nehmen wir Grumpy nochmal mit. Komm, Grumpy, hau raus. Wenn jetzt keiner. Ich glaube, es sind auch heute wenig da. Es sind erstaunlich wenig Codes heute gekommen. Es liegt wahrscheinlich. Heute ist Fußball-Halbfinale, zweites Halbfinale. Was ist das? Dänemark gegen. England. England, genau. Gegen. England. Ja, doch, gegen England. Ich weiß es, sagt mir nicht, ich will gleich eine Zusammenfassung gucken. Gestern habe ich geguckt. Heute spiele ich Komm, mit heute sind wir euch. doch. Wir sind zu acht. Los geht's, Leute. Seid ihr bereit? So, wir Wir müssen einen haben. Charakter auswählen. Ich muss noch einen Charakter auswählen. Wie geht das nochmal? Guck mal, ich weiß nicht mal, wie das geht. Da links Okay. bei.
Okay. Dann Los, drücke ich jetzt starten. auf. Alles klar. Scharf ist maximal die Peperoni. Ja, mit was ich meine, ne? Ein scharfer, ja, nee, also nicht scharf in dem. Ihr wisst doch, was ich mit scharfem Tzatziki meine. Also der ist denn, wenn das Knoblauch zu dominant ist. So, wenn. Okay. Du magst also sehr intensiven Knoblauchgeschmack. Ja, klar. Ich mag sehr intensiven Knoblauchgeschmack, sicher, sagt Skorpion gerade. Aber mir geht es darum, und vielleicht ist das auch einfach zu subjektiv ausgedrückt. Aber wenn der Tzatziki milder ist, als mag ich ihn lieber, als wenn er scharf ist. Es gibt nicht zu viel Knoblauch, ja. Wir haben das früher mal so gemacht, weil Knoblauch umsonst war auf der Pizza, dass wir es 10 Mal bestellt haben. Und die haben das auch manchmal gemacht. Die triefte dann richtig, aber die war auch mega lecker. Große Finale. Let's go. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir spielen gegen Captain Einauge, Kaplan, Skand und Druppi. Grumpy und Dampfhammer bei uns im Team. Ich weiß gar nicht mehr. Let's go. Ich weiß wirklich nicht mehr. So, ich stelle mich hier, um den Block zu spawn zu blockieren. Ist klar, die können wahrscheinlich noch von oben kommen, aber wir haben zwei erledigt, also push, push, push. Ach ja, hier, die Kante kenne ich noch. Ach, wenn das ist so schön, wenn das alles langsam wiederkommt. Das ist wie nach Hause kommen. Oh, geil, ein bisschen was hiervon. Ach ja. I remember. So, okay, einer ist gedroppt aus dem Gegnerteam. Jetzt könnt ihr natürlich gerne nachjoinen. Oh shit, nicht aufgepasst. Ich komme in die Ecke, bitte covert mich. So, mein Team covert mich wunderbar. Ihr seht, dass ich angeboomt und kriege keinen Schlag ab. Sieht so aus, als hätten wir gestartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was Luphase war. Wir haben gestartet, oder? Irgendwas? Generator? Okay, Tank, Achtung. Hinter uns, Boomer, Achtung. Oh, scheiße, pass auf, die Autos können fliegen, ne? Och, come on, ich sag's noch. Er holt sich das nächste Auto, der Tank liegt los, der Tank liegt los. Zwei Leute sind down, drei Leute sind down. Skorpion ist tot, was eine Runde. Grumpy ist der Einzige, der noch lebt. Grumpy läuft, der Tank ist hinter ihm, der Tank ist hinter ihm. Er kriegt die ganze Zeit 9 mm in die Seite, das interessiert ihn so gut wie gar nicht. Ich bin tot. Jawohl. Da weiß einer, wie man Tank spielt. Da weiß einer. Wieso sind die Leute sofort drin im Spiel und wissen es, als hätten sie es nie, als hätten sie nie was anderes gemacht? Wer ist gerade Tank? Kann man das sehen? Captain Einauge, ne? Jawohl, nicht schlecht, Captain Einauge. Wir sind gescheitert. Das ging schnell, aber das ist lustig. Das ist lustig. Vielleicht schaffen wir da noch eine zweite. Uiuiui. Ja, es ging fix. Wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, das fix zu machen. Aber ob wir das so fix hinkriegen, das haben wir dahingestellt. Wo geht's raus hier? Ich weiß es da gar nicht mehr. Okay, also wir haben hier einen Boomer. Und da ich. Ready we are. Los geht's. Gucken wir mal, ob wir das überbieten können. Lassen sich ein bisschen Zeit, die Survivor da unten. Gucken wir uns mal die Gegend an. Ich liebe die Source Engine. Man erkennt sie sofort, hat geile Physik gehabt damals.
Leute, kommt doch bitte raus jetzt. Lass doch mal loslegen. Na, wollt ihr nicht? Ja, was... Sie warten vielleicht auf den vierten Spieler. Aber, keine Ahnung. Der Plan ist gerade irgendwie abgeflogen, aber... geht los? Okay. Schön hinter den... Ach, schade. Nicht mehr um die Ecke gekriegt. Am Charger vorbeigejockeyt. Und da kriegt Bill richtig Schaden. Können das hier mal sehen. Noch mehr Schaden kriegt aber Francis. Circa 40% HP verloren. Will 30 verloren. Captain Einauge 10 und Scant 5%. Beim ersten Angriff nicht schlecht für die Infected. Gucken wir mal, das heißt ja gar nichts. Ich schätze mal, wir legen direkt wieder... Ja, der Jockey, das war ein bisschen... Bill wartet ganz hinten. Das ist natürlich nicht dumm. Jetzt als KI-Gegner. Ich versuche mir mal Bill zu schnappen, aber die haben direkt meine Zucker durchgeschossen und knallen mich jetzt ab. Alles klar, schade. Ich dachte, es war gerade Verwirrung, weil da so viel geballert wurde, aber das war kein gutes Timing, glaube ich. Bill heilt sich direkt, verschwendet das Health Kit. Das macht die KI gerne mal, direkt wenn sie gelb ist. Sie kennt das Aufbewahren von Health Kit nicht wirklich. Sie machen direkt den Generator an. Ich hätte noch warten können, aber die standen da so schön. Ne? Man kann auch nicht ewig warten. Manchmal rein, die haben gut Damage gekriegt. So, jetzt kommt der Tank. ES, jetzt, wie lange hätte ich warten sollen? Jetzt kommt der Tank. Nee, nee, jetzt spawne ich eh gleich wieder. Na, ich hätte vielleicht warten sollen. Ich weiß es auch nicht. Gut, die Autonummer ist natürlich jetzt der Überraschungseffekt ein bisschen weg. Captain Einauge schmeißt... Super, 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 duper. Okay, alles klar. Dann Och, ich Idiot bin dagegen. Das gibt's ja gar nicht. Zwei sind down. Wo ist denn der dritte? Wo ist denn der dritte? Ja, das war's auch schon wieder. Hm, schade. Okay. Wir haben verloren mit 7 Punkten. Oh nein. Ach. Okay, ich wollte gerade fragen, wo bleiben die Punkte? Und da stehen sie. Knappe Nummer. Knappe Nummer. Das war aber witzig, oder? Okay, nochmal, oder? Einmal noch. Einmal noch? Ja, wir haben noch 10 Minuten. Mal gucken, ob wir es schaffen. Noch ein anderes Finale oder noch was? Nee, das gleich nochmal hier. Einfach direkt weiter rein. Keine Zeit verschwinden. Das war ja auch gerade... 11 Uhr fragt, was in der. Was ist, wenn in der Milch Knoblauch ist? Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Mehr bestimmt. Weiß ich nicht. Weiß ich, würde ich gerne mal probieren. Also würde ich jetzt nicht per se ab. Knoblauchmilch. Hält ist bestimmt gesund. Zurück zur Lobby. Yep, okay. Knoblauchbutter ist ja so ähnlich, ne? Ja, richtig. So, und dann drück ich direkt. Weil Butter ist ja auch nur alte Milch, oder? Was ist das? Weiß einer, was Butter ist? Keiner weiß das, ne? Aber ist immer so flutschig. Oh, guck mal, geht direkt los. Haben wir 8 Leute oder fehlt wieder einer? Wir waren zu 8 in der Lobby auf jeden Fall. Okay, super. Meine warme Knoblauchmilch zum Einschlafen. Oh, guck mal, und da geht's direkt los. Nächste Runde, vielleicht diesmal.
Was nehmen wir? Ich nehme hier die Pfahl und dann. Skund, Kaplan, Einauge und Druppi gegen Dampfhammer, Grumpy, Scorpion und meine einer. Let's go. Da kommt der Boomer. Da kommt der Boomer. Smoker hinter uns. Wunderschön. Spitter haben wir da oben. Jetzt kommt eine Horde, Achtung. Schnell hier in die Ecke, würde ich sagen. Gott, das war aber eine kleine Horde. Das sieht gut aus, Leute. Nächster Versuch. Der Kaplan scheint ein leichtes Trainingsrudeln zu haben. Wo war der Boomer? Wo war der Boomer? Ich habe ihn noch gehört. Der hat gerade gekotzt. Okay, let's go. Müssen wir jetzt Kanister da reinfüllen oder wie war das? Wir müssen diese drei Generatoren reinfüllen. Jedes Mal kommt, glaube ich, ein Tank. Für jeden. Man könnte theoretisch drei Tanks gleichzeitig triggern, meine. Ach ja, stimmt. Man musste erst immer. Man durfte gar nicht alle auf einmal. Das war nicht dumm und nicht klug, ne? Ey, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es geht. Kann bitte jemand irgendwie das Finale machen? Wie geht das? So, wir kennen aber mittlerweile die Autotaktik, also ne, sollten wir es vom ersten Tank. Skorpion, ein bisschen genau in der Ecke, Vorsicht. Geh mal schön in die Hocke, dann schießt man genauer. Ja, ja, da kommt das Auto. Aber der hat die Rechnung nicht mit mir gemacht. Ich kenne den Autotrick. Das ist mir nicht nochmal gefallen. Okay, was jetzt? Zum nächsten Ding, oder? Zum nächsten, ja. Okay, hinter Grumpy her. Pass auf, oben ist ein Charger. Er ist oben auf dem Dach. Ja, der ist tot. Ich stelle mich mal hier oben besser hin, dass wir besser spawnen können. Dass die Gegner nicht so gut spawnen können, meine ich. Oh, ich bin gesmoked hier hinten, bitte. Aber der ist fast tot. Ja, wunderbar. Okay, Tankerino. Tankerino, wo ist er? Er versucht zu werfen. Tank kommt. Direkter Hit vom Molotow, wunderbar. Tank down. Wunderbar. Nächstes Ding. Ja, Muni mitnehmen. Muni wo? Ja, hier am. Ja, ja, alles klar. Danke. So, komme, komme. Charger. Hinter uns, hinter der Ecke. Ich glaube auch. Komm, lass ihn. Ja, ja. Hey, take this. Ah, nice. Danke, people. Charger kommt hier dort sehr die Straße lang. Ich glaube, wir laufen falsch. Ja, das ist korrekt. Grumpy war den Plan, glaube ich. Ah, Dampfhammer ist angegriffen, glaube ich. Alles cool. Das war gerade ein bisschen tricky, aber wir sind alle noch zusammen, haben gut reagiert und sind beieinander. Das war kein. So, ich drücke mal den nächsten an. Okay.
raus aus dieser engen Halle oder wollen wir hier drin bleiben? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Lass uns wieder raus, oder Jungs? Komm, alle raus wieder. Komm, alle raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Das ist hier zu gefährlich hier drin. Ja, dann los. Raus hier. Wo wir eben gekämpft haben, war doch cool. Oh shit. Wo bin ich denn? Ich. Ja, ich bin falsch. Ah, hier geht's raus. Ups, da habe ich dich. So, komm raus, Dampfhammer. Sehr gut, sehr gut. Immer schön auf den Tank. Versuch zu werfen, ausweichen, kein Problem. Das Auto kannst du nicht. Ich lade durch. Tank ist, glaube ich, down. Okay, Dampfhammer kriegen wir da noch lebend raus. Mir wäre so, als hätte ich eine Witch gehört. Aber das kann hier nicht sein, oder? Okay, alles klar. Grumpy hebt ihn auf. Wunderbar. Okay, Dampfhammer, hier kriegst du das Ding. Ja, komm zur Bridge. Komm, wir müssen jetzt noch Dampfhammer aufpassen. Komm, Dampfo. Schnell, hier kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, die Zombies. Jetzt schnell rauf hier. Oh Gott. Oder müssen wir noch irgendeinen Knopf drücken oder was? Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal runter. Wir müssen nochmal runter? Ja, einer muss sich aufmachen. Ernsthaft? Natürlich. Das ist nicht umsonst ein Sacrifice. Scheiße, wer ist Bill? Dampfhammer ist Bill. Bill muss sich opfern, ne? So ist das beschrieben. Und Grumpy geht aber. Grumpy opfert sich. Grumpy opfert sich. Schnell. Oh, Grumpy opfert sich. Oh mein Gott. Stimmt, so war das. Einer muss sich opfern. In der Story ist es Bill, der sich opfert. Hier kann man sich aussuchen, das sind 700 Punkte plus Bonus. Drei sind durch. So, schaffen wir die Rückrunde noch? So. Schnell beenden. Beeilen wir uns, die schaffen wir auch noch. Ich habe die Charaktere auch immer geliebt. Wie heißen die? Coach, Francis, Louis und Rochelle. Also nee, du hast du jetzt Skorpion, sagt die aus dem ersten Teil. Gerade. Achso, ja, Francis ist nicht aus dem. Francis ist aus dem. Aus Alice. Alice, genau. Alice heißt er, genau. Alice, Nick, Coach und Rochelle, ja. Das hier ist jetzt aber. Erster Teil, genau. Das sind die. Das ist das DLC vom ersten Teil gewesen. So, kommt bitte schnell raus. Pass auf, Speedy, lass dich nicht. Naja, ich springe auch einfach rein dann. Oder einfach jetzt nochmal, komm, auf den letzten. Genau, und Grumpy schön und ich springe auf Captain Einauge vorne und komm mal. Sehr gut. Kleiner erster Angriff. Druppi und Einauge haben 10 bis 20% HP verloren. Da kommt ein Boomer von hinten. Und das wird ein Quadro-Boom. Quadro-Boom! Panik, Panik. Und der Spit, ein wunderbarer Spit. Ein Spit. Wirklich, ein professioneller Super-Spit. Ein professioneller Super-Spit. Habt ihr gesehen, wieso zur Hölle bin ich... Was ist denn da passiert? Ach, habt ihr das gesehen? Eigentlich war alles richtig. Ich habe gewartet, dass er den Hunter-Typen... Und irgendwie... Ärgerlich. Das war ein schöner Einstieg. Das war ein sehr guter Smoke. Aber man muss halt dazu sagen, sie spielen natürlich auch mit einer KI, was aber auch Vorteile bringt. Die können halt durch Büsche gucken und so ein Kram. Aber beim so einem Finale sind die nicht unbedingt hilfreich manchmal.
No, no, no. So, Skorpion ist auch daneben leider. Ich habe das Gefühl, dass der Ping auch nicht der beste ist. Obwohl er eigentlich gut angezeigt ist. Ja, es geht. So. Okay, gleich geht's los. Mal sehen, ob die das schaffen. Oh, netter Boom. Ein hast du, sehr gut. Oh, ich wollte gerade Skund mir holen, das klappt leider nicht. Du spawnst als Tank, sehr schön. Schade, ich muss dich daran, definitiv. Okay, ein bisschen gesmoked. Jetzt ist Chaos. Mal sehen, ob die das schaffen. Skorpion hat den ersten Down. Und jetzt kommt das Auto. Ich hab Louis. Louis wird befreit. Zwei sind schon außer Gefecht. Jetzt ist nur noch, ja, nur noch Druppi. Es ist nur noch Druppi. Hey, Druppi, du schaffst es. Druppi, komm, hip ihn. Oh, Druppi. Darf ich ihn lutschen? Ah, ist gar nicht. Nee. Mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt. Da haben wir's. Das war's. Haben wir am Ende nochmal ein kleines Erfolgsergebnis gehabt. Aber wie gesagt, eine KI war bei den Gegnern dabei. Da ist jemand rausgeflogen am Anfang. Und, das ist doch eine gute Runde, Left 4 Dead 2, oder? Und ganz ehrlich, jetzt kommt noch mal ganz kurz ein paar ganz wichtige Worte. Hui! Hört ihr den Sound eigentlich immer noch? Ja. So, gehen wir mal zurück zum Hauptmenü. So. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Aber ganz ehrlich, das muss jetzt noch mal ganz klar gesagt werden. Weil wir häufig auf diesem Sender jetzt über Back 4 Blood gesprochen haben und ich das Gefühl hatte, dass manche Menschen gar nicht wissen, dass Zombie-Shooter nicht gleich Left 4 Dead ist. Das hier ist das Spezielle an Left 4 Dead. Wir zocken gegen menschliche Zombies. Das ist asynchrones Gameplay. Ihr spielt nicht rot gegen blau, alle können das Gleiche, sondern wir spielen mit ganz anderen Bandagen, mit ganz anderen Mitteln und das macht das Ganze spannend. Und das wird so in der Form, das ist zumindest noch nicht angekündigt für Back 4 Blood. Und deswegen kann ich es nicht mehr hören. Oh, da kommt er endlich. Oh, Back 4 Blood ist ja wie Left 4 Dead. Nein, ist es nicht. Es ist wie jeder andere Zombie-Shooter wahrscheinlich, Back 4 Blood. Vielleicht ein bisschen besser, hoffen wir es. Ich hoffe es. Und es wird einen Horde-Modus geben. Horde-Modus ist aber bei Weitem ein Bruchteil so genial. Und haben wir auch schon tausendfach gesehen. Horde-Modus, nee. Aber Versus, das ist die Nummer. Im Koop in der Kampagne Left 4 Dead sehr ähnlich, aber es ist halt nicht im es gibt halt nicht diesen Versus-Modus. Im Multiplayer ist es halt was anderes. Genau, Skorpion hat auch noch mal was dazu gesagt. Danke, wir müssen jetzt ja schon ein bisschen Schluss machen, denn zum Glück ging das am Ende so schnell. Sonst hätten wir noch weiter überzählen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist gerade. Deswegen. Guck mal, Deschi hat es verstanden, aber auch einige meiner Arbeitskollegen haben es offensichtlich nicht verstanden. Ist mir letztens aufgefallen, als ich mit denen diskutiert hatte. Aber gut, wir verabschieden uns an dieser Stelle, besonders bei den redlichen Teilnehmern. Louis, Alex, Loik, Samu, Opa Kupalke war sogar mit dabei. Vermintide soll ja mal einen Versus-Modus bekommen. Ja, das glaube ich, wenn ich sehe. Das wäre cool. Das wäre ja tatsächlich genau das Gleiche und das war genau das Problem. Als es rauskam, hat es einen Versus-Modus. Nein, gut, dann ist es halt auch nur ein Zehntel so geil. Sonst wird das kein Kracher, sagt Pito, richtig. Filsner, tschüss, gute Nacht, Looney Cloud, fragwürdig, Giz, DJ, Elvis, ein Freund, JanTube und wie ihr alle heißt. Ich werde jetzt die Kontrolle wieder zurück in den Weltraum schicken. Das war's von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.